Stimulus, Stimulus, Stimulus. Das ist das Hoffnungsmantra nicht nur der Wall Street, sondern eben auch vieler Amerikaner, die sich jetzt sagen, Mensch, da kommt Stimulus, da ist der erste Scheck von $600 ja schon da, der wurde ausbezahlt. Jetzt soll, wenn das alles durch den US-Kongress kommt, dann Anfang Februar darüber entschieden werden, ob dann der nächste Scheck nochmal von $1.400 kommt, respektive diese Aufstockung kommt. Und jetzt sagen sich, wie gesagt, viele Amerikaner, und das sieht man in den Social-Media-Kanälen sehr, sehr oft, ja, was machst du mit dem Geld? Das musst du investieren. Und einer dieser Posts habe ich hier mal dargestellt. Janet Yellen will make you rich. Janet Yellen, die neue Finanzministerin, die wird dich reich machen. Die Logik dahinter ist gar nicht so doof. Man sagt, okay, die neue Administration, die will sicherlich nicht, dass die Börsen jetzt abschmieren, dass die Wirtschaft abschmiert, also wird man alles dafür tun, wird Geld pumpen und dieses Geld pumpen wird den Dollar entwerten. Wenn du Amerikaner bist, dann hast du praktisch dann eine Währung, die an Wert verliert und davor kannst du dich nur schützen, indem du entweder in Aktien investierst oder eben in solche Sachen wie Bitcoin zum Beispiel. Also rein mit der Kohle, das hat doch schon damals bei den Robin Hoodern in der ersten Lockdown-Welle funktioniert. Dementsprechend wird es auch diesmal funktionieren. Und das Merkwürdige ist heute, irgendwie funktioniert das zunächst mal nicht. Überhaupt funktioniert dieser sogenannte Reflationstrade nicht, schon seit gestern nicht. Gestern ja der Nasdaq sehr stark, also die Aktien stark, Fang-Aktien stark, die eigentlich ja von der Corona-Krise am meisten profitiert haben. Dann kam aber der 9. November mit Pfizer-BioNTech. Dann waren es die Verlierer, die vorherigen Verlierer, die besonders stark gewonnen haben. Der Nasdaq gar nicht mehr so stark mitgestiegen. Aber das ist jetzt irgendwie erstmal vorbei. Wir sehen, dass zum Beispiel heute die Nebenwerte sehr schwach sind im Russell 2000. Wir sehen, dass der Dow Jones Transports, der vorher ebenso wie die Nebenwerte gelaufen ist wie Schmidts Katze, dass der deutlich unter Druck ist. Russell 2000 1%, Dow Jones Transports 1,6%. Und was auch unter Druck ist heute, das ist die Bitcoin. Und vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, was Janet Yellen vor zwei Tagen gesagt hat, nämlich Cryptocurrency are a particular concern. Viele werden sozusagen für undurchsichtige Finanzierungen verwendet, so sagte sie. Mithin also illegale Transaktionen würden damit gemacht und das ist für die großen Jungs an der Wall Street, die ja jetzt alle auf den Zug mit aufgesprungen sind teilweise, also Fondsmanager, Hedgefonds etc., für die ist das ein Problem. Wenn da Regularien kommen, dann müssten sie die Finger wieder davon lassen und vielleicht ist das der Grund, warum wir zum Beispiel heute doch sehr stark fallende Kurse sehen bei Bitcoin, so um und bei minus 10% geht es nach unten. Okay, es ist vorher natürlich auch sehr stark nach oben gegangen, aber wir kämpfen jetzt so an der 31.000er Marke, so zumindest vorher der Stand. Hier übrigens ein Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen, das geht also doch relativ rasant. Wir waren am 20. noch bei $37.000, also gestern $6.000 mal eben weg. Okay, das ist halt Volatilität, aber es hat sich so ein bisschen angekündigt. Hier ein Chart von Michael Silver von gestern Abend, der diese Zuspitzung hier zeigt, die bei Bitcoin der Fall ist. Und wir sehen, der MACD dreht nach Süden, nicht wirklich eine gute Ausgangsbasis. Und jetzt sind wir sozusagen aus dieser sich verengenden Formation nach unten rausgefallen. Ja, was ist da los? Das fragt man sich. Und eigentlich gab es doch gute Nachrichten. Gestern zum Beispiel BlackRock, der Riese, der mit ETFs ja praktisch auch das Anlagespektrum, ja, kann man sagen, dominiert. Multi-Trillion Dollar Asset Manager. Ich glaube, 7 Billionen haben die jetzt an der Management so um und bei, inklusive eben der ETFs. Und hier gab es eben Überlegungen, einige Funds hier sozusagen auch mit Bitcoin-Futures allokieren zu können. Das wäre natürlich eine massive Aufwertung letztendlich von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Jedenfalls eigentlich gute Nachrichten von der Seite her. Und dennoch sehen wir, dass der Kurs heute von Bitcoin und anderen Kryptowährungen fällt. Und jetzt sehen wir plötzlich eher negative Äußerungen zu Bitcoin. Wir hatten ja kürzlich die Situation, dass hier Kursziele von $400.000 ausgerufen wurden. Einer davon, der sehr, sehr bullish war zum Beispiel Guggenheim, wie hier Scott Minard.
der aber jetzt sagte in einem Interview bei CNBC, ja, also ich glaube, dass wir jetzt erstmal das Top gesehen haben bei Bitcoin, dass Bitcoin in Richtung 20.000 wieder fallen wird. Das wären immerhin noch 11.000 Dollar, wäre also doch ein stattlicher Verlust. Die Hälfte würde dann nochmal abgeschmolzen werden. Bitcoin also nur als Beispiel dafür, dass möglicherweise bestimmte Mode-Investments, dazu gleich mehr, doch durchaus eine Zeit lang funktionieren, hervorragend funktionieren und dann eben nicht mehr funktionieren. Das ist zumindest der Gang der Geschichte gewesen. Schauen wir uns mal hier eine Umfrage der Bank of America an, unter den ganz großen Dickfischen, was sie zu Bitcoin meinen, was sie zu anderen Assets meinen, wo ist die größte Blase? Und natürlich, wir haben nicht wenige Blasen natürlich an den Märkten. High Yield zum Beispiel, also die Junk Bonds, Rendite bei 4,2%, niedrigster Stand ever und. Man könnte es aufzählen, Anleihen per se. Natürlich in einer Blase, aber man sieht hier, dass gefragt, ja, von 0 bis 10, wo würdest du Bitcoin und andere Assets einstufen, würden in Sachen Blase, da ist die Einstufung bei Bitcoin bei 8,7, also praktisch das höchste Blasenniveau, wenn man so will. Und dann wurden die auch gefragt, und das sind natürlich alles Nicht-Checker, gell, die haben keine Ahnung von Bitcoin. Jeder, der nicht begeistert von Bitcoin ist, hat keine Ahnung von Bitcoin. Das ist einmal ein fester Glaubenssatz, ja. Das ist praktisch eines der 10 Gebote oder das erste bis 9. Gebot. Wer Bitcoin nicht begeisternd findet, der hat keine Ahnung von Bitcoin. Jedenfalls sehen wir hier, dass gefragt wurden eben diese Fondsmanager auch, ja. Tesla, Bitcoin, wie siehst du da die Chancen? Wird sich der Kurs verdoppeln oder wird sich der Kurs halbieren? Dann sagen bei Bitcoin immerhin 56%, der Kurs wird sich halbieren, aber 25% sagen, der Kurs wird sich verdoppeln. Während bei Tesla sagen 62%, der Kurs wird sich halbieren, eher als eben zuzulegen, während 18% sagen, ja, da ist eine gute Chance, dass sich der Kurs nochmal verdoppelt. Also es ist schon durchaus die Erkenntnis da, da ist vielleicht ein bisschen viel heiße Luft inzwischen reingelaufen. Und wenn wir uns jetzt mal die Vergangenheit anschauen und dann solche Mode-Investment-Trends uns anschauen, zum Beispiel Solar, zum Beispiel viele andere, dann sehen wir, die haben durchschnittlich nach dieser Mode dann 5% pro Jahr verloren, haben also sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Jede Mode hat ihre Zeit und wenn diese Mode dann irgendwie altertümlich wirkt oder nicht mehr en vogue ist, dann geht es meistens doch ziemlich deutlich nach unten. Hier eine Analyse aus den Jahren 2000 bis 2019. Kommen wir zu der anderen Blase, könnte ich fast sagen, nämlich zur Wall Street. Da sehen wir, dass eben diese Wall Street gestern den besten Inauguration Day hatte seit Ronald Reagan 1985, seine zweite Amtszeit bei Ronald Reagan. Also der Markt ist nicht, wie Sid Donald gemeint hat, gecrashed, nachdem Joe Biden hier das Amt übernommen hat. Also außergewöhnlich große Zugewinne. Es waren, wie gesagt, gestern vor allem die Nasdaq-Werte, aber auch der breite Markt hat etwas weniger zugelegt, aber eben auch zugelegt. Heute geht es ein bisschen retour. Der S&P 500 wenig verändert, Nasdaq wieder im Plus, aber die anderen Indizes sind im Minus, mal mehr, mal weniger. Aber wir sehen, und das finde ich interessant, dass dieser Reflationstrade so ein bisschen rückabgewickelt wird. Also dieser Trade, der darauf basiert, dass man sagt, wow, da wird jetzt die Pandemie bald vorbei sein, dann haben wir diese Stimulusmaßnahmen, da entsteht eine wahnsinnige Nachfrage, dann entsteht Inflation und da kaufen wir noch bestimmte Assets, die dann von dieser Nachfrage wie Energie, Industrials, Materials besonders stark profitieren. Das, wie gesagt, das funktioniert jetzt erstmal nicht. Und die Frage ist, was kommt jetzt eigentlich mit dem Stimulus? Wird das funktionieren? Also bisher ist ja in sozialen Medien viel die Rede, ja, das hauen wir direkt in Aktien rein, hauen wir vielleicht direkt in Bitcoin rein, aber eine offizielle Umfrage von YouGov listet das Aktieninvestment nicht mal auf, sondern sagt, ja, mehr als ein Drittel der Amerikaner, die werden dieses Stimulusgeld, wenn es denn kommt, dazu nutzen, nämlich nochmal diese 1400 Dollar obendrauf, dazu nutzen, erstmal Rechnungen zu bezahlen, weil die landunter sind. Viele sagen auch, die
werden es dann in den Sparstrumpf stecken oder praktisch andere Schulden bezahlen. Also aus dieser Umfrage ergibt sich nicht zwingend, dass jetzt diese neue Euphorie nochmal kommt. Aber es ist wohl so, dass wenn diese 1200 Dollar kommen und wie gesagt in der ersten Februarwoche, so hat es heute Pelosi gesagt, soll darüber abgestimmt werden. Mal sehen, ob das dann wirklich so kommt oder sich verschiebt irgendwie nach vorne, hinten. Jedenfalls, da ist vielleicht die Chance noch da, dass sich der Markt gut halten kann, denn die Dickfische, die sind vielleicht jetzt schon ein bisschen auf Hab 8, nochmal schnell ein paar Gelder einsammeln und dann selber die eigenen Aktien raushauen, denn die sind schon ein bisschen heiß gelaufen. So oder so, wenn wir uns mal anschauen, was eigentlich das Problem der USA ist, dann sehen wir, dass vor allem die Mittelklasse letztendlich kaum Lohnsteigerungen erfahren hat. Hier mal eine Aufstellung der verschiedenen Perzentilen, also der jeweiligen 20%. Die untersten 20% haben immerhin Lohnsteigerungen von knapp 10%. Die zweite Perzentile, also 20-40% Lohnsteigerung, schon etwas weniger von 7%. Und die mittlere Quintile, da sind die Lohnsteigerungen noch ein bisschen geringer. Die besser verdienenden, die oberste Perzentile, also 80-20% der Earners der Einkommensklassen, die haben einen Zuwachs von über 30%. Und das ist genau der Punkt, warum möglicherweise da umgesteuert werden sollte, müsste, damit diese Differenz nicht noch weiter auseinander geht oder diese Lücke nicht noch weiter auseinanderklafft, denn das schafft letztendlich sozialen Unfrieden. Das ist einer der zentralen Punkte, die zu der inneren Spaltung der USA geführt haben, dass letztendlich viele meinen, das hat mit mir alles nichts mehr zu tun, die anderen werden reich, ich krebse vor mich hin, muss mehr arbeiten für dasselbe Geld etc. Das ist einer der entscheidenden Motive. Und wir sehen, dass wir zuletzt ja durchaus Anzeichen für, naja, deutliche Preissteigerungen gesehen haben. Hier zum Beispiel mal Kupfer, deutlich gestiegen seit einiger Zeit, vor allem eben seit dem November, seit dieser Impfstoffhoffnung. Wir sehen das Gleiche aber auch bei Stahl zum Beispiel. Hier natürlich auch die Hoffnung, dass da ein großes Infrastrukturprogramm kommt. Wir sehen auch Platin zum Beispiel sehr stark gestiegen. Heute, glaube ich, ein 4,5-Jahres-Hoch erreicht. Also die Preise schießen nach oben für diese Rohstoffe. Die Frage ist, wie ist jetzt die Lage, falls dann dieser Reflationstrade doch ein bisschen rückabgewickelt werden sollte. Und einer der möglichen Motive, warum das passieren könnte, ist, dass möglicherweise diese Impfstoffhoffnung sich als ein bisschen zu groß erweist. Sie wissen ja vielleicht, dass die Israelis extrem viel schon geimpft haben. Da hat man ja den Impfstoff sehr teuer bezogen und die Hersteller von allen Haftungsrisiken befreit. Dementsprechend hat man sehr viel Impfstoff bekommen, konnte sehr viel impfen. Auf 100.000 Einwohner ist Israel die führende Nation in diesem Bereich, mindestens in der westlichen Welt. Und wir sehen Aussagen hier des führenden israelischen Virologen, der sagt, ja, wir haben jetzt sehr, sehr viele Infizierungen, nachdem die Menschen hier die erste Impfdosis bekommen haben. Da haben sich also sehr, sehr viele offenkundig infiziert und er zweifelt ein bisschen an, dass die Wirksamkeit so groß ist, wie von den Herstellern wie von Pfizer und BioNTech eben behauptet. Möglicherweise, so bisherige Erkenntnisse, muss man mindestens 10 Tage warten nach der ersten Impfung, bis da ein wirklicher Immunisierungseffekt entsteht. Und viele Israelis haben vielleicht gedacht, okay, erste Impfung, da habe ich doch gehört, das ist zwar nur der erste von 2 Teilen, aber das schützt dich schon weitgehend, haben vielleicht ihr soziales Leben wieder aufgenommen, wie es vor der Corona-Krise war, und haben sich dann doch infiziert. Dazu kommt, dass natürlich die Versorgung mit Impfstoff hier zum Beispiel in Europa, aber auch in anderen Gegenden doch durchaus stockt, nicht so gut ist, wie man das eigentlich im Vorfeld erwartet hatte. Wir sehen jetzt übrigens neue Lockdown-Maßnahmen. Niederlande verhängen, glaube ich, das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg eine Ausgangssperre. Ich glaube, von 9:30 Uhr abends bis 4:30 Uhr morgens. Wir sehen, dass Portugal zum Beispiel jetzt die Schulen schließt. In Portugal ziemlich desaströse Situation. Erfährt man in deutschen Medien überhaupt sehr, sehr wenig. Andere Länder sind da auch nicht gerade wirklich gut aufgestellt. Also wir sehen jetzt eine Tendenz zur Verschärfung der Maßnahmen. Nicht nur in Deutschland, weil viele immer sagen, wie könnt ihr nur die Wirtschaft zusperren? Ja, man tut das, aber es tun alle anderen auch, ob linksregierte Länder, ob rechtsregierte Länder, sie alle agieren ähnlich, weil sie ihre Bevölkerung schützen
Und vor allem, weil sie versuchen, das Gesundheitssystem nicht kollabieren zu lassen. Das ist das Motiv dahinter. Denn den Herrschenden, den Regierenden ist natürlich durchaus klar, dass das gravierende Folgen hat für die Wirtschaft. Aber da sagt man sich, okay, wir müssen das abwägen und entscheidet sich dann dafür. Ich denke, das ist einer der Gründe oder einer der Dinge, die ja so hoch umstritten sind. Man hat jetzt übrigens eine Untersuchung bei den Querdenkern oder eine Befragung der sogenannten Querdenkerbewegung mal angestellt, habe festgestellt, dass sehr, sehr viele davon selbstständig sind. Die sind also natürlich deutlich betroffen davon. Das sind diejenigen, die wirklich die ökonomischen Schmerzen am stärksten haben. Und man hat auch festgestellt, dass eigentlich die Querdenker alle an einen Plot glauben. Also praktisch, dass da irgendeine Verschwörung der Fall ist und dass man dann letztendlich beliebig Argumente kombiniert, die überhaupt nicht zusammenpassen. Hauptsache, es kommt dabei heraus, wie dieses Interview, das in der Zeit zu lesen ist, Hauptsache, es kommt dabei heraus, dass die Regierungen da an einer Verschwörung stricken etc. Das ist natürlich ein echtes Problem, denn da sind echte ökonomische Nöte mit ziemlich wirren Ideen teilweise kombiniert. Und übrigens abschließend vielleicht nochmal der Hinweis, meine Damen und Herren, falls Sie es noch nicht gewusst haben, heute ist der 21. Tag des 21. Jahrhunderts im 21. Jahr des 21. Jahrhunderts. Also das muss man unbedingt wissen, nach meiner Auffassung. Und ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Abend. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Reflationstrade auf der einen Seite, Bitcoin, solche Mode-Assets, die jetzt mal ein bisschen einen Rücksetzer zeigen. Ist das temporär oder ist das möglicherweise ein Warnsignal auch für die Aktienmärkte insgesamt, dass da ein bisschen zu viel Euphorie und Optimismus der Fall ist? We will see. Ich wünsche das Allerbeste. Servus und ciao.